Hallo Konfuzeier, hier ist wieder eure Josie. Ja, und eine kleine Neuigkeit am Anfang. Da ich ja jetzt auch auf Twitch streame, habe ich ein neues Setup, neuer Hintergrund. Ich hoffe, das Video, so wie ihr es jetzt seht, gefällt euch. Könnt ihr ja mal in die Kommentare unten schreiben. Wir starten aber heute mit dem Aufnahmemenü meiner Kamera. Das Ganze habe ich in zwei Teile gespalten, weil das doch ein bisschen zu viel war für ein einzelnes Video. Deswegen heute ein grober Überblick über die einzelnen Menüpunkte. Und im zweiten Teil, der dann noch folgen wird, seht ihr dann die einzelnen Sachen aufgespalten. Ein kleiner Disclaimer am Anfang. Alles, was ihr hier seht, ist privat gekauft, nichts zur Verfügung gestellt. Deswegen ist das kein Werbevideo. Nach dem Intro geht's los. Einige sagen, wie hier oben den Bildstil kann man nicht verändern, sondern der ist einfach so. Weil da in dem Modus P, in dem ich hier jetzt die Kamera stehen habe, geht das nicht anders. Muss man auch nicht, weil da stellt man sowieso alles selber ein. Gut, dann haben wir hier die Filtereinstellung. Das hat damit zu tun, wie die Kamera die Effekte beim Filter benutzt. Da bin ich immer auf eingeschaltet, das ist auch ganz gut so. Das Bildverhältnis, damit stellt ihr ein, wie groß ist das, was am Ende, ja, wie groß ist das Bild, was ihr rauskriegt. Im Normalfall, das ist ja eine Micro Four Thirds Kamera, also Micro 4 zu 3 Kamera, Micro bezieht sich auf den Sensor, der vorne drin ist, 4 zu 3 auf das Bildformat. Und das ist natürlich hier auch eingestellt, aber ich kann, wenn ich hier draufklicke, natürlich auch andere einstellen. Zum Beispiel 3 zu 2, 16 zu 9 oder 1 zu 1. Aber ich bleibe meistens in dem, weil damit sind die Bilder am besten. So, dann die Bildgröße, nehme ich die, habe ich L genommen. Es gibt noch größere, aber ich habe gelernt, in diesem Format sind die Bilder am detailreichsten. Wenn ich ein größeres Bild aufnehme, habe ich zwar eine größere Bildfläche, aber ich habe auch das Problem, dass ich dann halt bei der Nachbearbeitung sehr viele Dinge verliere. Genau. So. Unten habe ich eingestellt, mit welcher Qualität aufgenommen werden soll. Das bezieht sich allerdings eher auf das Speichern des Bildes. Und zwar seht ihr hier RAW. Das RAW-Format, das ist so etwas, wie man früher bei den Kameras im DIA-Format hatte. Und das gibt die größte Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten. Damit könnt ihr dann sehen, könnt ihr in den Fotobearbeitungsprogrammen die meisten Sachen mitmachen. Ansonsten würde das Programm hier in JPEG speichern. Damit wäre es ein fertiges Bild, das könnte ich komplett sofort ausdrucken, ohne es nachbearbeiten zu bearbeiten. Der Nachteil ist, dass man damit das Problem hat, dass man nicht mehr viel nachbearbeiten kann. Deswegen habe ich jetzt beides. Diese Punkte sagen, es soll in JPEG gespeichert werden und das RAW, dass es auch im RAW gespeichert wird. Somit habe ich zwei Möglichkeiten, das Ganze dann entsprechend auch gleich auszudrucken oder weiterzuschicken. Entschuldigung. Oder ich mache das Ganze im RAW und bearbeite das Ganze danach. So, das war der erste Bildschirm. Jetzt gehen wir zum zweiten. So, da habt ihr hier oben die Möglichkeit bei der Kamera. Das ist auch bei den meisten Kameras ist das Ganze ähnlich. Das Autofokus einzustellen. Das AFS ist der Autofokus Single. Und das zweite ist der Autofokus Field. Und damit könnt ihr einstellen, ob ein größeres Bild, größere Fläche als Autofokus gewählt wird oder eine kleinere. Die Messmethode bezieht sich auf den Autofokus. Also hier, wenn ihr hier drauf geht, könnt ihr entscheiden, hier oben, ihr seht hier oben, wenn ihr da, wenn wir da mal so dahin gehen,
dieses AFS und das AFF, das ist, was ich unten einstelle, also was ich hier einstelle, das ist das, was passiert, wenn ich die Stellung auf hier habe, auf dem Punkt habe. Und da wird allgemein empfohlen, das auf AFS zu lassen, weil das einen besseren Autofokus liefert. So. Die Messmethode zeigt dann an, wie ich den Fokus auf dem Bildschirm oder in dem Sucher hier oben übernehmen kann. So, dann habe ich die Serienbildgeschwindigkeit. Das heißt, wie schnell werden die Serienbilder aufgenommen. 4K-Fotos erklärt sich von selbst, damit mache ich 4K-Fotos und die Einstellung dafür, da kann ich mal drauf gehen, die Aufnahmemethode oder die Loop-Methode. Die Loop-Methode ist jetzt aus, die kann man nicht einstellen, die kann man nur einstellen unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man das hier oben macht. Da jetzt kann man mal einloopen, aber ich habe es immer da oben auf dem normalen, das reicht völlig aus. Damit macht die Kamera 3 Bilder auf einmal und rechnet die zusammen zu einem großen Bild, das ist wirklich sehr schön. Das Bricking, ja, das ist die Art, wie man das Bricking wählt. Was genau das jetzt heißt, kann ich euch schon sagen, bin ich selber noch am Rätsel, aber ich kriege das schon raus und sage es euch dann, wenn wir da rangehen. So, den Selbstauslöser ist ja klar, wenn ich vor der Kamera stehe und ein Foto von mir selbst machen will. Beim Handy halte ich es hoch, klick drauf, bei der Kamera kann ich es auf Stativ stellen, kann ein Stückchen weggehen, klick drauf und dann wird der Autofokus nach der entsprechenden Zeit automatisch gestartet. Ich kann hier auch eine Zeitrafferaufnahme machen, ist klar. So, die Helligkeitsverteilung und die Dynamik, die sind jetzt bei mir beide aus. Das hat damit zu tun, dass das Objektiv das Ganze nicht unterstützt. Die Auflösung habe ich auf Standard stehen, die Auflösung, das sind aber Sachen, so, wobei, die Dynamik und die Auflösung liegt daran, wenn ich das jetzt hier drauf stelle, also auf den anderes, okay, gut. Jetzt hätte ich auch schon mal was Falsches erzählt, aber okay, gut, also weiter. So, das war die dritte Seite, jetzt gehen wir zur vierten Seite über, das ist der Verschlusstyp. Es gibt hier mehrere Verschlüsse, es gibt einmal den mechanischen Verschluss. Und dann gibt es den elektronischen Verschluss und es gibt einmal den elektronischen und mechanischen Verschluss zusammen. Ich will den mechanischen immer aus dem ganz einfachen Grund, damit habe ich die wenigsten Verwacklungen und habe die größtmögliche Dynamik im Bild, weil der Verschluss dann hoch und runter klackt, nicht hoch und runter klackt, sondern das Bild ist sofort da. Das ist das Gute. Deswegen. Also die Auflöseverzögerung habe ich ausgeschaltet. Rote Augen habe ich an. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden knipse und ich knipse mit Blitz, hat das Ding ja hier auch. Also wenn ich hier oben jetzt aufmache, habe ich einen Blitz. Aber ich habe auch noch einen, den kann ich aufstecken, weil der Blitz ist nun wirklich nicht das Beste. Das ist bei den meisten Kameras so. Der eingebaute Blitz, den kann man eigentlich vergessen. Den roten Augenreduzierung habe ich eingeschaltet. Heißt, wenn ich dann jemanden knipse mit Blitz, werden die roten Augen ausgerechnet und das sieht dann natürlicher aus. Den maximalen ISO-Wert habe ich auf 3200 eingestellt. Das heißt, höher als 3200 geht das Ganze nicht. Man sagt so ab 6400, beziehungsweise 3200, nicht 3400, ab 6400 sagt man so etwa, fängt das Rauschverhalten dieser Kamera extremst an und das sieht gar nicht mehr gut aus. Deswegen kann man den maximalen ISO-Wert einstellen. Das heißt, höher als das kann man auch nicht in den ISO gehen. Sorgt für bessere Bilder und rauschärmere Bilder. Genau. So, dann habe ich die ISO-Stufe, die habe ich auf ein Drittel eingestellt. Heißt, wenn ich den ISO-Wert verändere, geht er in ein Drittel Schritten hoch und nicht in Vollschritten. Hat den Vorteil, dass ich auch zwischen den einzelnen ISO-Stufen hin und her schalten kann. Der erweiterte ISO ist bei mir eingeschaltet, widerspricht sich zwar mit dem vorhergehenden Maximal-ISO-Wert, hat aber auch den Vorteil, wenn ich ihn mal brauche, kann ich ihn hinzuschalten und habe ihn dann auch da. Bei der Langzeitbelichtung, die Rauschunterdrückung habe ich ausgeschaltet. Das sorgt dafür, wenn ich im Dunkeln Bilder mache, dann wird das
normalerweise, wenn ich das einschalte, das Rauschen reduziert. Bei manchen Aufnahmen ist es aber dann so, dass durch das Reduzieren auch Details verloren gehen. Wenn man im Dunkeln fotografiert, dann ist es meistens eh so, dass man ein sehr lichtstarkes Objektiv verwendet. Und dann sollte genügend Licht reinfallen in die Kamera, dass man da entsprechend auch gute Fotos mitkriegt. So, die Schattenkorrektur habe ich eingeschaltet. Heißt, wenn ich im Sonnenlicht fotografiere und der Schatten fällt etwas blöde, habe ich damit die Möglichkeit, wird das korrigiert im Bild. Das ist ganz gut. So, Beugungskorrektur ist auf Auto. Das heißt, nehme ich ein Gebäude zum Beispiel auf und das Gebäude ist zu nah und geht aber zu weit weg, dann wird an den Rändern, weil die Linse ist ja rund, die Linie gebeugt. Das ist gerade bei Weitwinkel, was man ja sagt, was man mit der Micro Four Third Kamera nicht machen kann. Ich kann, sage euch aber, das geht doch, man muss nur das richtige Objektiv dafür haben. Die Beugungskorrektur tritt meistens an den Seiten, also die Beugung tritt meist an den Seiten auf, dann wird durch das runde Objektiv klar, die Linien an den Seiten gebogen. Das kann man damit etwas beheben. Das kann man zwar auch später in der Nachbearbeitung, deswegen ist das RAW-Format so wichtig, auch noch machen, aber man sollte es trotzdem gucken, dass man es hier in der Kamera, wenn man es hat, schaltet man es zu oder man legt es auf Auto, funktioniert ganz gut. Ich bin mit zufrieden. Bisher habe ich keine Fotos gemacht, wo ich da noch groß nachbearbeiten musste. So, dann haben wir hier Sachen wie den erweiterten Telebereich, den digitalen Zoom. Das liegt, dass die jetzt nicht da eingeschaltet sind, liegt ganz einfach daran. Ich habe hier zwar ein Zoom-Objektiv drin, dass ich zoomen kann, aber das ist kein elektronisches Zoom, also kein digitaler Zoom, sondern das ist ein manueller Zoom. Heißt, ich muss drehen, um den Zoom rauszufahren, um ran zu zoomen, um weg zu zoomen. Und und es gibt aber Objektive, momentan kenne ich zwei Stück von Panasonic, die es hier für diese Kamera gibt, die aber relativ den Geldbeutel belasten, die man da drauf packen kann und dann entsprechend damit arbeiten kann im Zoom. Bereich. Man drückt dann auf den Knopf, das heißt, das Ding zoomt dann automatisch rein und man, so wie man das, sag ich mal, bei den professionellen Kameraleuten kennt, die einfach auf Knopf drücken, es wird reingezoomt, rausgezoomt, fertig. Ich arbeite gerne mit Hand, deswegen ist das für mich in Ordnung. Ich habe sowohl dieses Objektiv, was jetzt gerade auf der Kamera drauf ist, das ist Kit-Objektiv, als Zoom, aber ich habe auch ein Telezoom. Da gehen wir später demnächst mal drauf ein, dann nehmen wir die verschiedenen Objektive von mir vor. Machen wir vielleicht beim, wenn wir hier die Menüs durchgegangen sind, genau. So, dann haben wir noch den Stabilisator. Das ist natürlich ganz wichtig, weil der Stabilisator zeigt an, ist das jetzt ein, soll der ausgeschaltet sein, also soll die Kamera nicht stabilisieren, soll sie stabilisieren oder soll sie nur stabilisieren, wenn ich sie hoch und runter mache. Ich mache sie immer auf den Vollbetriebsmodus, das heißt, dieser Sensor ist aufgehängt und durch die Bildstabilisierung, wenn er sich bewegt, wird das entsprechend ausgeglichen und die Fotos verwackeln nicht. Gleiche habe ich auch bei der E-Stabilisierung für die Videos, wenn ich Videos damit mache. Und es kommt jemand aus Versehen an den Tisch oder an das Stativ und dann verwackelt das nicht. Ich habe eine Katze und die ist manchmal gar nicht so unrabiat und ja, sie sieht was, oh, das kenne ich noch nicht, das muss ich markieren. Und wenn man dann ein Video macht damit, dann wackelt das Ganze, als wäre man in einem Erdbebengebiet. Das muss dann auch nicht sein. So, dann hat man noch die Gesichtserkennung, die habe ich hier auf Off stehen, aus dem ganz einfachen Grund, ich bin einfach bisher zu faul gewesen. Hier die Leute, die ich am häufigsten fotografiere, einzutragen. Dann würden nämlich, wenn ich das mache, die Leute entsprechend erkannt werden und ich könnte die dann zum Beispiel auch in speziellen Ordnern sortieren und hätte dann die Möglichkeit, da mir den Arbeitsaufwand durch das Sortieren der Fotos per Hand viel einfacher zu gestalten. Ist, finde ich, ganz in Ordnung, aber so. Wenn ich mal
die Muße habe, richte ich das dann auch ein. So viele Leute, die ich jetzt dauerhaft fotografiere, habe ich nicht, also ist das nicht so schlimm. So, dann haben wir hier noch ein Profil einrichten, das habe ich auch ausgeschaltet. Damit könnte ich Profile einrichten, das habe ich aber momentan nicht vor, deswegen ist das jetzt einfach aus und ja, genau, so ist das eigentlich ganz in Ordnung, ja. So, das war's. Mir bleibt nur zu sagen, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, unten in die Kommentare. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Natürlich auch, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und die Glocke aktiviert, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Wie gesagt, ich bin ab sofort auch auf Twitch zu finden. Da habe ich meinen Kanal, heißt genauso wie der hier, Konfuzei. Guckt einfach mal in den Zeitplan, weil da gibt es nämlich auch noch eine neue Kategorie, nämlich die Reacts. Die werden, hoffe ich, diese Woche noch starten, spätestens nächste Woche. Mir bleibt nur zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!